Willkommen zurück zu einer neuen Folge Zelda Breath of the Wild. So, und diesmal endlich wieder mit dem Wii U Pro Controller. Womit ich um einiges besser klarkomme. Wir sind hier immer noch mitten auf dem Wächterfriedhof unterwegs. Haben da vorne allerdings noch ein Lager auszuräuchern. Wo wir auch eine Monstertruhe zu sehen ist dort vorne. So, schauen wir mal, ob wir den irgendwie halbwegs stealth erledigt bekommen. Ich glaube, der Bogen reicht gar nicht so weit, oder? Oh, doch, reicht! Okay. Konnten wir den immerhin stealth erledigen? Noch einen Bockbogen abkassieren und, warte mal, Holzpfeile, schön! Muss mich auch erstmal wieder ein bisschen an die Steuerung gewöhnen. Und wir sollten kurz abbauen. Und uns ein bisschen Spachtel reinschrauben. Ah, komm, fressen wir hier mal kurz was. Dröhnen uns mal voll. Dreschen den kurz beiseite. Haben keine Waffe mehr. Verflucht. Oh, sind aber einige. Jetzt sind aber einige am Start. Ablegen. Zünden. Komm her, du Kack-Elch. Oh shit! Nein, ich will nicht drauf gehen. Wir fressen noch ein paar von den Dingern. Und haben es irgendwie überlebt. Was? Wir haben es überlebt. Der Schnitt da oben mal was überleben, gibt mir eine andere Waffe, verdammt. Hier, komm, nimm mal meine Hake. Komm her, ich hack euch eine neue Frisur. Lass doch mal hier, Kumpel! Ah, du bist schon tot, alles klar. So, Datenschwert nehmen wir auf jeden Fall mit. Hier sind Schilde, die brauchen wir nicht. Obwohl, das sind so Datenschild, ist besser als. Besser als das, was wir haben? Hm. Okay. Ich mach mal das mit meiner Butnik und nehme das mit. Rockstock, das nehmen wir mit. Haben wir die Truhe schon safe? Und da lebt hier noch jemand. Ach, da hinten ist noch einer. Aber auch seine Tage sind gezählt. Ja, der bekommt uns gar nicht mit. Kraxen war entspannt da hoch, dreschen die letzten drei Krümel Energie aus mir raus. Und haben die Monstertruhe. Nanu, wo ist der Typ denn draufgegangen? Ich wollte mal Loot noch haben. Ah, hier vorne. Gibt's hier noch mehr absoluten? Ja, ein Boxschild brauchen wir nicht. Auf jeden Fall haben wir die Truhe. Nicht ganz so effektiv wie sonst, aber wir haben sie. Für ein Opal nur, was? Also, das ist ein bisschen dürftig. Die Ausbeute, nur ein Opal? Froschi, komm her! Nicht bekommen. Kann man da mehr abluten hier eigentlich? Oh ja, können wir. Na, ich sagte es ja schon, es gleicht eher einem Wächterfriedhof. Oh, so viel zu Friedhof! So viel zu Friedhof, verflucht!
Sollten wir uns mal eine Portion Heilung reinballern, würde ich sagen. Mal wieder. Komm, fress mal ein paar Pilze. Machen wir den Mario-Style und drüllen uns ein paar Pilze rein. Kann ich irgendwo da hinten in Sicherheit? Ja, kann ich. Okay, wo müssen wir hin? Straße eigentlich nur lang. Alter Kumpel, wie viel Reichweite hast du, Mann? Mal ganz so übertreiben mit der Reichweite. Nein! Wow, das war eng. Alter, war das knapp. Boah, der hat uns fast verlegt. Gibt's hier oben was? Vor allem komme ich da rauf im Regen? Ich glaube halt nicht. Hört auch mal auf zu regnen. Da oben könnte irgendwas sein. Komm, legen das nur ein bisschen Feuchtigkeit, Mensch. Jammer mal nicht so rum. Muss sie dir mal so ein paar 5 Meter Fingernägel wachsen lassen, dann kommst du da hoch. Oh, was habe ich gehört, ja? Läuft. Also man das so sieht, die ganzen Wächter, die hier rumliegen. Hier war eine große Schlacht im Gange vor 100 Jahren. Da ist der eine Schrein, wo wir schon mal waren. Und das da, okay. Das heißt, wir müssen eigentlich in die Richtung. Theoretisch müssen wir bloß der Straße folgen. Hoffen, dass der Regen aufhört und er hört auch auf. Schön. Das könnte der Turm vom nächsten Gebiet sein. Mal gucken, ob wir da noch hinkommen. Na komm her. Zerbrochen. Ist einfach meine gute Waffe kaputt. Na du? Ich dachte, hier war doch ein Gegner. Offenbar nicht. Offenbar doch. Ach so, ein Octorok oder wie die hießen. Händler? Ah. Ja oder nein? Paragus. Mit meinen Zutaten kannst du nicht falsch liegen. Ah. Was hat er denn? Nix. Nix, was wir brauchen können. Komm, der macht einen Abgang. Vielleicht laufen wir uns irgendwann mal über den Weg und du hast was Brauchbares dabei. Wäre nicht verkehrt. Jetzt haben wir looten den Baum mal kurz ab. Wer wagt es? Ah, da ist er. Hallo? Ah, geht doch. Eben. Was konnte ich da eben nehmen? Hallo? Ah, Mampf. Okay. Ganz schön wenig los für so eine Straße. Aber gut, sie wird uns wahrscheinlich an unser Ziel bringen. Oder könnten wir über die Berge abkürzen? Also irgendwie muss hier in diesem Gebiet eine enorme Schlacht stattgefunden haben. Können wir eigentlich die
ganzen Dinger hier looten? Nicht alle anscheinend. Offenbar nicht alle. Hateno-Festung. Eine Festung, also muss hier wirklich eine Schlacht stattgefunden haben. Und wer bist du? Ja. Britus. Sind wir hier, um die Hateno-Festung zu besichtigen? Ja, doch, irgendwie schon. Es lohnt sich? Warum? Es war die letzte Verteidigungslinie gegen die große Verheerung. Und warum sollte sie mal jeder besucht haben? Gibt's hier etwa guten Loot? Etwa deswegen? Auf den ersten Blick sehe ich hier nicht viel. Lass doch mal die Wand los, Link. So, auf den ersten Blick sehe ich nicht viel. Wir sind auf jeden Fall schon mal im neuen unbekannten Gebiet. Wir sollten eventuell zuerst probieren, den Turm zu finden, um die Karte aufzudecken. Den Wege natürlich mal gucken, ob wir hier noch irgendwo was finden. Die sehr schön. Aber nicht, wofür diese Dinger eigentlich gut sind. Jedenfalls ist Hyrule relativ bergig ausgefallen diesmal. Komm, Link, das schaffst du! Ja, da kommen wir hoch, da kommen wir hoch! Okay, geht mit dem Bockstock nicht kaputt. Noch ein Hammer? Haben wir, okay. Steinsalz, mehr nicht. Ach komm. Wo ist der Turm? Wo ist ein Aussichtsturm, wenn man immer sucht? Weil wir werden ihn finden. Wir wollen da wissen, wie groß ist dieses Gebiet eigentlich? Wissen wir ja noch nicht. Ich muss nur sagen, ihr habt da was gehört. Hier, komm her, du Knochensack. Obwohl, eigentlich sind es nur Knochen. Also stehen wir nicht in der Optik rum. Dann lass mich in Ruhe doch mal hier die Kisten zerstören. Chili. Wo zum Henker kommt hier Chili her? Ich habe doch gar keinen Gegner gekillt. Merkwürdig. Hinten brennt Feuer, oder? Ja. Waffe wäre ein bisschen übertrieben für die Viecher. Okay, hier ist schon mal eine Hütte. So, Kumpel, wer bist du denn? Caleb. Irgendwo da drüben müsste es sein. Eigentlich habe ich eher eine Frage, wo der nächste Schrein ist.
Du sagst, ich habe keine Ahnung, wovon er redet und wer zum Henker er ist. Okay, er erforscht antike Schreine. Wie dem auch sei. Das könnte die Entdeckung des Jahrhunderts werden. Ja, denn komm, du kannst doch sagen. Du kannst es, uns kannst du doch sagen. Ja, wir haben dich gerade so genannt. Ja, natürlich war hoch ehrlich gemeint. Okay, er gewährt uns einen Einblick, aber in was? Interessante Aussage. Erstrahlen die Augen der verfluchten Statue im Dunkeln nicht? Durchbohre sie und das Siegel der Prüfung bricht. Die Frage ist jetzt, was zum Henker bringt uns das? Tagsüber Schreine ausgraben. Ist das Ausgraben eventuell schon ein Hinweis? Ja klar, wir setzen es einfach mal fort. Gar kein Problem. Die verfluchte Statue. Wir haben eine Nebenaufgabe bekommen. Ja, lesen. Wer hat da nicht reingeschrieben? Im Dunkeln. Kann das sein, dass sie manche Sachen nur im Dunkeln besiegen kann? Und welcher Schrein? Hier ist keiner. Sonst habe ich bisher keinen Schrein gesehen. Und auch der Chica-Stein-Sensor hat nicht ausgeschlagen. Also wo könnte ich ein Schrein sein? Sind wir mal schauen. Aber es gibt schon mal eine Menge Ausdauerhonig, immerhin. Aber wofür? Warum gibt es den gerade hier so oft? So, schmeißen wir nochmal ein Auge auf die Karte, sagte ich. So, auf die Karte. Wir müssen da hinten hin. Das ist aber doch ein Kumpel, ey! Bleib mal stehen! Bist du ein Händler? Kumpel! Hi. Ja, wir haben von ihr gehört, auf jeden Fall. Auf den Spuren ihres Lebens. Ja, nur keine Monster. Hier gibt es aber jede Menge von denen. Bisher. Und in diesem Abschnitt noch nicht wirklich. Und wo ist... Okay, gibt es auch jede Menge Monster da drüben. Sind einige, aber es ist nachts.
Da es Nacht ist, müssten wir sie doch eigentlich kriegen können. Ohne groß aufzufallen. So, dann komm mal her da oben. Da ist auch eine Monstertruhe für uns. Ganz ruhig. Ja, Gameplay-Ziel ist ein bisschen fummelig. So, ja, schon mal down. Na, ja, den Rest. Oh, mal gucken, ob wir den mit einer Bombe überraschen können. Jungs! Hier drüben! Hallo. Oh yeah. Das ganze Lager so gut wie ausgelöscht. Einmal die Luft dann da oben. Das war schon. Wir haben so schnell alle Gegner ausradiert. Ich würde mal sagen, das läuft. Oh, können wir gleich mitnehmen. Ich dachte, wir hätten noch Platz im Inventar dafür. Hallo? Geil, liegen lassen, Link. Wir wollen alles haben. Rösteichel. Bringt nicht viel mehr als die normale, glaube ich. Aber nicht ohne den Loot. Nicht ohne unseren Loot. Hier blinkt da noch irgendwas. Oder haben wir es gerade aufgehoben? War das der Holzpfeil? Wirklich. Grillwild. Da bekommt man ja gerade Hunger. Definitiv. So, die Monstertruhe bietet nur ein Opal. Schade eigentlich. Hätte aus meiner Sicht auch ruhig was Spektakuläres sein können. Die haben immerhin mit der Bombenstimmung das Lager ausgeräuchert, ne? Aber wo ist der Turm? Karte aufzudecken. Hey, Knochengestell! Steh ja nicht so in der Optik rum. Einer war ja noch, ne? Ja, hier ist noch einer. Bockblin-Knochen, die brauchen wir nun überhaupt nicht. Schlechteste Waffe überhaupt. Der Loot nehmen wir natürlich noch mit. Ganz klare Sache. Aber wo ist der Turm hier verflucht? Ich sehe nicht. Zum Ziel ist noch eine Ecke, also wir hätten eigentlich noch Zeit, den Turm irgendwie zu finden. Und das ist ein Schrein. Und ein paar Gebäude, das könnte der Ort sein, wo wir hin müssen. Oh, da ist der Turm. Ich hab was gehört. Ach komm, Slimy. Genervt, weil deine Brüder eliminiert habe, wa? Das war kein Slimy. Ah, okay. Und dann bin ich mit Haken. Dann hat ihr verdammt viel Reichweite. Und ihr vertragt auch eine Menge. Nein! Boxstock ist down. Dann nehmen wir die Bockkeule. Vielleicht hier mal den Dammblatt. Flieg doch nicht weg! Mein Loot ist dadurch Geschichte. Wo war jetzt der Turm? Ah, da vorne. So, komm, hier komm, hast du mal
Bremschen für you. Und dann mal gucken, was ich down kriegen. Hey, ich sagte, dass wir dich down kriegen. Nicht andersrum. Du stehst mir nämlich gerade gewaltig in der Optik. Ja, ich habe jetzt einen Freischwimmer. Wie kommen wir da hoch? Vor allem kommen wir da einfach so hoch. Da Glück haben, schaffen wir es noch, den Turm zu erklimmen. Geh mir mal aus dem Weg hier. Ey, ich dachte, soll aus dem Weg gehen. Mir gehen die Waffen langsam aus. Okay, Kumpel, du bist mir gehörig aus dem Weg gegangen. Du bist mich einfach mal quer mit den Abhang runtergekarrt. Läuft bei dir. Okay. Keiner von denen. Aber die Gegner werden auf jeden Fall größer und stärker, wie mir scheint. Aber mit dem Bogen geht's. Mit dem Bogen geht es echt gut. Was mitnehmen? Yes, Bockkeule. Schön. Also, weil wir ganz weit nach oben prügeln müssen, könnte es ein bisschen dauern, bis wir da oben ankommen. Loot, Gebärdenzeug. Brauchst du eh nicht mehr, weil du bist tot. Verdammt nochmal. Okay, der pennt anscheinend. Jetzt nicht mehr. Schnitt der verkackt den ersten Schuss. Gut. Knüppeln wir erst den hier kaputt. Und mal gucken, ob wir mit dem Bogenklappe kommen. Mit dem Bogenlenk. Genau. Steh auf und dann darfst du wieder hinlegen. Gib mir dein Loot. Dein Loot tut mir gut. Oh yeah. Waffentasche voll, was? Er ist da vorne, er ist auch so nah dran. Kommen wir da noch hoch? Oh, was war das eben? Was tut das etwa? Ja, komm. Lass mal ein bisschen durch die Butnik fliegen, Mann. Und jetzt kriegst du richtig auf die Fresse. Schön langsam und gefühlvoll. Während wir dich den... Ja, ausmachen. Besser gesagt, wenn wir dich killen, so klingt das jetzt ein bisschen sinnvoller. Loot. Gib mir dein Loot. Wieso sind wir fast tot? Irgendwie ballert Owens. Irgendwer ballert auf uns. Wow. Fast abgestürzt, wenn ich aufgepasst habe. Also muss noch ein bisschen Heilung reinballern. Jetzt noch ein bisschen davon. Dann müsste es eigentlich gehen. Stehen am Hateno-Turm. Wie kommen wir an den ran? Ohne groß Schaden zu nehmen. Ah, hier. Weil den Turm würde ich ganz gerne noch erreichen. Auch wenn der verdammt viel mit Stachelzeugs umgerannt ist. Okay, wir kommen da oben hin. Und kriegen wir bei diesem Turm vielleicht noch ein kleines Upgrade. Irgendwie so ein bisschen... Ja, so ein
ultimatives Bombenmodul. Mehr Sprengpower oder so. Das wäre ganz nice. Vom Link. Kraxel hoch. Komm ich da durch? Ja, ne? Aber reicht die Ausdauer, um darauf zu kommen? Ich glaube aber, wir haben noch ein bisschen Ausdauerspachtelzeug dabei. So ganz am Rand müsste gehen. Ach, hier brauchen wir was für Ausdauer. Scharfer Grillteller bringt nichts. Ausdauer, Festtagstisch. Das haben wir den. Jetzt sag nicht, ich komme da gar nicht rauf. Spachtel war den noch. Nein! Ich komme nicht hoch. Ich komme diesen Turm nicht rauf. Warum? Muss ich mich erst upgraden, um darauf zu kommen? Und irgendwas zum Henker ist da hinten. Ah, irgendwas. Ist hier eine Hütte? Bewohnt ja, nein. Jetzt, wenn es bewohnt ist, stört in denjenigen nicht, dass wir hier irgendwas durch die Gegend werfen. Offenbar unbewohnt. 10-mal Holzfall. Ganz nett. Wie wollte eigentlich diese Dinger aufsprengen? Scheinbar aber nichts drin. Eigentlich wollte ich verdammt nochmal die... Einfach nur, was mache ich denn da, verflucht? Ich wollte nur so ein Ding aufnehmen. Nichts drin. Ja, den Turm können wir noch nicht hoch. Wir sind aber auf dem Wege zu unserem nächsten Ziel. Aber ob wir da jemals ankommen oder ob unser gehen wird, den wir gerade gesehen haben, das sehen wir beim nächsten Mal. Bis dann und ciao.